Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security. Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm. Und das erleben wir ja tatsächlich noch. Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele Themen. Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon. Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute wollen wir ganz hoch hinaus. Wir gehen in die Luft. Genauer in die Wolken. Das Thema ist Cloud. Und dieses Thema wird immer wieder heftig diskutiert und wir möchten hier von verschiedenen Richtungen ein bisschen genauer anschauen. Zuerst mal, was ist überhaupt die Cloud? Welche Arten von Cloud-Diensten gibt's? Muss man irgendetwas beachten? Oder kann man einfach sagen, ich kaufe mir jetzt einen Cloud-Dienst und das war's? Vielleicht weitere Fragestellungen wie Datenschutz. Und die Frage, die wir immer wieder bekommen, ja, ist dann Cloud sicherer, als wenn ich dasselbe betreibe? Genau, weißt du, was ist mir jetzt soeben aufgefallen? Wir haben uns vergessen vorzustellen, aber die kennen uns ja alle schon. Und sonst mit mir am Mikrofon, Andreas, und mein Name ist Sandro. Danke für die Einleitung, Andreas. Im Intro wäre es ja sonst auch drin. Ah ja, stimmt, das höre ich dann meistens nicht mehr. Vermutlich sind die schon genervt, unsere zu... Ah, okay, ich entschuldige mich. Sollen wir das machen, weiterhin uns vorstellen oder nicht? Ihr dürft uns das auch gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Aber eigentlich möchten wir ja, wie du das gesagt hast, über Cloud sprechen, Andreas. Ich kriege auch immer wieder Fragen dazu. Hey Cloud, das ist doch viel zu unsicher und viel zu gefährlich oder auch anders. Kann man in der Cloud denn sicher sein? Und eine wichtige Frage auch dann die Unterscheidung, Cloud ist doch viel sicherer als On-Prem. Buzzwords. Buzzwords. Ja, was ist gemeint mit On-Prem? Das ist so eine Fachabkürzung für On-Premise oder zu Deutsch eben, dass ich ganz klassisch meine Infrastruktur, meine IT-Infrastruktur bei mir zu Hause, wollte ich schon sagen, bei mir in der Firma natürlich betreibe. Ja, irgendwo im Keller steht dann die und da habe ich alle meine Serverinfrastruktur, ja. Also ganz klassisch wie früher, genau. Oder auch so eine Frage, die ich gerade vor kurzem wieder so erhalten habe. Hey, wenn ich jetzt einen Cloud-Datenspeicher habe, zum Beispiel Microsoft OneDrive, Google Drive oder wie die alle heißen, bin ich dann eigentlich vor Viren, gemeint waren vermutlich primär Ransomware, geschützt? Ja, auf diese Fragen möchten wir heute eingehen. Aber wir haben festgestellt in der Vorbereitung, dass es gerade im Bereich Cloud so viele Fachausdrücke und Buzzwords gibt. Und Andreas, wir hatten ja auch gerade eine Diskussion im Vorfeld. Nee, wie definierst du das jetzt? Aber eigentlich ist es ja so. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, zwei Folgen zu machen. Die erste, die ihr jetzt gerade hört, die ist möglicherweise auch etwas kürzer und da möchten wir vor allem auch solche Begriffe nochmal definieren, darauf eingehen, was wir darunter verstehen, was nicht, wo wir die Abgrenzung zumindest ungefähr sehen, wo es auch Diskussionspunkte gibt. Wenn ihr sagt, ey, aber das kenne ich alles, das sind Begriffe, die sind mir alle geläufig, dann könnt ihr ja auch gerne dann auf die nächste Folge vorgreifen oder müsst dann halt kurz zwei Wochen warten, dann werden wir wirklich die Diskussion dann um die Sicherheit auch starten. Aber lassen wir los. Ja, beginnen wir doch mit den Begrifflichkeiten. Was ist Private, Public, Hybrid, Community, Cloud? Beginnen wir doch mit der Private Cloud. Private Cloud, genau. Das hört sich so toll an und tatsächlich wird auch nicht immer genau dasselbe darunter verstanden, hatten wir eben in dieser Vordiskussion auch ein wenig besprochen. Ganz klassisch spricht man häufig von Private Cloud, wenn ich einen IT-Service, beispielsweise irgendeine Applikation habe, die ich eben nicht mehr on-premise, wie wir das vorher besprochen haben, bei mir im Haus, sondern irgendwo extern betreiben lasse, aber ich lasse das nur für mich selbst betreiben. Das ist dann normalerweise wirklich auf einem Server, der nur für mich da ist und nicht wie zum Beispiel OneDrive, das auf ganz vielen virtuellen Systemen verteilt, keiner weiß genau wo und Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Nutzern benutzen das. Würdest du das anders definieren? Das ist schon so, man darf aber nicht vergessen, das heißt nicht, dass mir ein physischer Server gehört, mir gehört eine virtuelle Instanz auf dem Server, es kann also schon sein, dass weitere Kunden auf der gleichen Hardware laufen. Ah,
Ja, da seht ihr schon, dass das, ich würde auch sagen, ja, kann sein, muss aber nicht. Oder würdest du da strenger sein? Ja, es kommt halt darauf an, was der Provider auch verlangt. Wenn ihr irgendein Dumpingpreis-Angebot habt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr nur eine virtuelle Instanz bekommt und nicht einen physischen Server. Also schon ein wichtiger Unterschied bei Private Cloud, ist es jetzt eine Instanz oder nicht? Was gehört mir genau? Gehört mir der Server oder nicht? Aber Private Cloud heißt so klassischerweise, ich habe einen Service, da kann nur ich mich anmelden und da kann, also ich, nicht nur ich, meine Firma, meine Mitarbeiter, wie auch immer, aber das kann ich begrenzen, wer das kann und wer nicht. Genau. Dann wechseln wir doch zu Public Cloud, das ist das, was wir eigentlich jeden Tag brauchen. Wenn ihr mal selber bei euch schaut, wie viele Cloud-Dienste ihr nutzt und wenn jemand sagt, ich nutze überhaupt nicht Cloud, der lügt, weil irgendeine Cloud habt ihr immer, sei es, wenn ihr ein Handy habt, wenn ihr irgendeinen Dienst nutzt, ihr habt vielleicht WhatsApp oder sonst irgendwas drauf, das sind alles Public Cloud-Dienste. Kannst du dich noch erinnern, Andreas, wir hatten doch vor, lass das 5 oder 6 Jahre her sein, ja, irgend sowas. Wenn nicht länger. Ja, okay, du erinnerst dich. Wir hatten die Diskussion tatsächlich bei uns in der Firma. Irgendwie in der Pause sind wir zusammengestanden und dann kamen eben so einzelne Meinungen. Ja, also ich verwende gar keine Cloud, da bin ich also strikt. Und dann haben wir mal begonnen zu analysieren und sind dann eigentlich selbst alle ein wenig erschrocken, wie viele Cloud-Dienste wir damals schon genutzt haben. Ich glaube, wir kamen in kürzester Zeit auf 15, 20 Cloud-Dienste. Ja, aber auch nur, weil wir unsere Dame aus der Administration mit rein hatten. Die hat dann das Bild noch ein bisschen verfälscht und stark nach oben gezogen. Und heute geht es eigentlich unmöglich, ohne irgendeinen Cloud-Dienst auszukommen. Genau, und die klassische Cloud ist wirklich, ich beziehe nur den Service, dass ich das nutzen darf, dass heutzutage selbst CAD-Anwendungen teilweise sind. Ich kann mich da anmelden, habe schon meinen eigenen virtuellen Bereich meist, aber ja, andere können da auch drauf zugreifen und so funktioniert das. Dann gibt es aber noch, wie bei den Fahrzeugen, es gibt elektrische Fahrzeuge, es gibt Verbrenner und dann gibt es da noch diese Hybriden. Genau, der Toyota Prius. und viele weitere, ja. Ja, mittlerweile. Ich glaube aber, das war, keine Ahnung, ob es der erste war, aber das war sicher so der bekannteste. Aber zurück zur IT. Ich denke, das ist gerade ein gutes Beispiel mit dem Auto, dass hier zwei Techniken kombiniert werden. Genau, man hat dann meistens den Vorteil von beiden, manchmal aber auch den Nachteil von beiden. Mhm. Wie würdest du Hybrid definieren? Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, der häufig gebraucht wird, ist, dass ich vielleicht On-Prem oder Private Cloud habe, das nur mir gehört. Und für alle Ressourcen, die zusätzlich benötigt werden, nutze ich dann noch eine Public Cloud. Also ich mische zwei verschiedene Umgebungen. Das kann projektbezogen sein, wenn ich plötzlich noch mit weiteren Personen arbeite. Kann aber wie gesagt sein, auch wenn ich nicht mehr die eigenen Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich noch zusätzlich irgendwas nehme. Vielleicht Speicherplatz. Und ein Begriff, der ebenfalls ziemlich schwierig abzugrenzen ist aus meiner Sicht, ist Community Cloud. Das gibt es ja dann auch noch. Und ich verstehe Community Cloud eigentlich so, dass es eine Art, vorhin hatten wir eine gute Definition, ich weiß die nicht mehr. Es ist Private Cloud, wo auch andere drauf dürfen und es ist eine eingeschränkte Public Cloud. Ja, das Beispiel, was wir in der Vorbereitung diskutiert haben, ist irgendein Verein, der seinen Mitgliedern was zur Verfügung stellt oder ein Firmenkonstrukt, wo mehrere Unternehmen zusammen oder irgendein Ziel haben, ein Verband. Ja. Genau. Also auf eine Gruppe bezogen zum Beispiel oder auf ein Projekt bezogen. Genau. Und tatsächlich anspruchsvoll ist dann auch die ganze Abgrenzung, finde ich. Weil häufig höre ich auch, ja, ich habe eine Private Cloud und was man gemacht hat, ist eigentlich sein eigenes Rechenzentrum, mehr oder weniger so wie das war, mal umgezogen in ein professionelles Rechenzentrum und dort einen kleinen Raum oder einen Bereich eines Raums oder wie auch immer gemietet. Ist das für dich eine Private Cloud? Nein, für mich ist das ganz klar keine, weil ich immer noch alles selber manage. Ich bin ja dann verantwortlich für die Applikation drauf, für das Patchen etc. Also für mich ist das keine Private Cloud. Ich bin aber nicht mehr zuständig für physische Elemente wie Kühlen, wie Internetleitung, unter Umständen dann Firewall, dann habe ich aber wieder, wenn wir die Firewall einzeln betrachten, habe ich dort eigentlich wieder
unter Umständen Software as a Service, kommen wir noch drauf, was das heißt, noch nicht, noch dranbleiben bitte. Das wäre dann Firewall as a Service. Firewall as a Service, ihr hört schon, ich muss da manchmal selbst schmunzeln, in der IT ist man so kreativ mit tollen Begriffen und manchmal weiß man dann selbst nicht mehr so genau, was jetzt was ist und vor allem, wenn man dann so einfach unvorsichtig mit diesen Begriffen um sich wirft und gar nicht vom selben spricht. Deshalb dann wollen wir das auch definieren ja für euch. Und darum ist das Nachfragen extrem wichtig. Was genau versteht der andere darunter? Ja. Wie wir jetzt schon in der Diskussion, es ist nicht schwarz-weiß. Unbedingt. Also danke Andreas, sagst du das Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen. Häufig hat man Angst, weil man dann denkt, oh nein, jetzt bin ich der Einzige, der das nicht weiß. Jetzt bin ich da der Depp in der Runde. Ganz ehrlich, meistens sind andere froh, wenn ihr nachfragt, weil die hätten es auch nicht gewusst. Ich unterrichte ja noch an der Fachhochschule Nordwestschweiz im CAS Cyber Risk Information Security. Das ist übrigens eine tolle Weiterbildung. Andreas, wo findet man da weitere Informationen? Werden wir in die Shownotes reintun. Okay. Und dort habe ich 4 Lektionen, wo wir nur über Cloud diskutieren. Und auch da gehen die Meinungen auseinander. Also darum auch Profis verstehen nicht immer das Gleiche. Also wenn ihr nicht ganz genau manchmal wisst, wie, wo, was, dann liegt das nicht an euch. Dann seid ihr nicht irgendwo hinterm Mond geblieben, sondern es ist eben einfach nicht 100% klar. Dann gibt es noch die klassischen Service-Modelle. Und die wollen wir auch noch ansprechen. Zumindest ein Begriff ist, ich glaube, mehrere sind bereits gefallen. Klassischerweise sind es so 3 Service-Modelle, die unterschieden werden. Infrastructure as a Service wird dann abgekürzt großes I, 2 kleine A's und ein großes S. Dann gibt es Platform as a Service, PaaS abgekürzt und Software as a Service, SaaS. Ja, aber auch hier sind die Grenzen wieder diskussionswürdig. Wenn wir jetzt gerade Infrastructure as a Service anschauen, es kann sein, dass Hardware mir gehört, es kann sein, dass das ein Provider gehört. Vielleicht habe ich nur Abvirtualisierung und da beginnt dann schon die Diskussion. Ist das ja nun Plattform as a Service oder Infrastruktur as a Service? Komm, wir versuchen zuerst mal die ganz klassische, einfache Definition. Infrastructure as a Service, das erstgenannte, heißt ganz klassischerweise, dass die Hardware nicht mehr euch gehört. Das eigentlich, wie wir vorher gesagt haben, im Rechenzentrum, aber ich ziehe nicht meine Hardware um, sondern das gehört dann gar nicht mehr mir. Ich miete die quasi. Das ist klassischerweise Infrastructure as a Service. Also ihr seht, das ist auch nichts Neues. Früher hat man das gemietet oder geleased und heute heißt das einfach ein fancy Begriff. Platform as a Service. Ja genau, ich beziehe zum Beispiel ein Windows, ein Linux und bin für das dann verantwortlich, ja. Also, wer ist für was verantwortlich? Wie meinst du jetzt? Klassischerweise für mich ist Platform as a Service, ich bin dann für das Windows nicht mehr verantwortlich als Endkunde. Oder meinst du das anders? Oder? Ja, ich bin nur noch dann zuständig, was alles dazugekommt. Genau. Die Software selber installieren und so weiter. Genau, das kann also so weit gehen, dass ich das Windows oder das Linux oder was auch immer nicht patche. Da bin ich wirklich nicht zuständig, nur für die Applikation obendrauf. Gut, das wäre ein Punkt, der in den Vertrag ganz klar reingehört. Muss ich das selber machen, weil die dürfen ja nicht einfach das System patchen, während wir gerade eine wichtige Applikation am Laufen haben. Das ist natürlich das eine und das andere auch. Der eine oder andere von euch ist vermutlich zusammengezuckt, als er gehört hat, was, die patchen das System und ich die Applikation, wie lange geht das gut? Mhm. Ja, natürlich, da muss man sich gut absprechen auch und das kann unter Umständen auch mal zu Problemen führen. Das ist tatsächlich so, weil, aber ehrlicherweise kann das auch, wenn ihr alles selbst macht, zu Problemen führen. Denk nichtsdestotrotz ich. Absprache, Ansprechpartner, SLA. Da kommen wir aber später noch drauf, auf die SLAs. Wir haben noch, Teil, ja. Wir haben noch ein Service-Modell vergessen, Andreas. Oder noch sind nicht dazu gekommen. Genau, das ist Software as a Service. Ich denke, das ist die gebräuchlichste Form, wo ich als Endkunde Berührungspunkte habe. Sei es irgendeine Sport-App, ich habe irgendeine Uhr, die synchronisiert in die Cloud und ich kann dort auswerten, wie schnell ich gerannt bin, wie schnell, dass ich Velo gefahren bin und so weiter. Oder für mich ist auch die klassischen Cloud-Speicherdienste sind in der Regel wirklich Software as a Service, was ursprünglich wir ja
meistens mit Cloud verbunden haben, Dropbox. So einer der ersten großen, ja. Genau. Und wie du sagst, eigentlich all, vor allem auch im privaten Umfeld ist das ja noch enorm, weil ich kaufe irgendein Messgerät für mein Smart Home oder so und verbinde mich dann wieder mit einer Cloud-Applikation, wo das dorthin synchronisiert wird. Haben wir auch schon Folgen dazu gemacht, Smart Home für jedermann hieß das, glaube ich. Genau. Und auch im Business kriegt das immer mehr Relevanz. Ja, die Hemmschwelle, solche Dienste zu nutzen, wird immer kleiner, weil die Leute sich halt das gewohnt sind von zu Hause, haben den Mehrwert gesehen, ich muss mich um nichts kümmern, ich gehe einfach auf eine Login-Seite und ich kann diesen Dienst nutzen, entweder kostenlos oder gegen ein bisschen Geld. Ist natürlich schon sehr, sehr einfach. Ich würde sagen, für klassische Unternehmen, die schon lange auf dem Markt sind, eine gewisse Größe haben, die sind meistens heute insgesamt gesehen in hybriden Modellen unterwegs. Die nutzen gewisse Cloud-Anbietungen, haben aber auch noch meistens entweder ganz alles bei sich oder in einem Rechenzentrum ausgelagert. Vielleicht Infrastructure as a Service, aber meistens nicht mehr. Umgekehrt bei ganz jungen Unternehmen, vor allem auch Startups. Was ist so deine Erfahrung? Ja, Startups kaufen heute keinen Server mehr. Die klicken sich zusammen, was sie benötigen. Wir dürfen ja ab und zu Startups begleiten auf dem ISO 27001 Weg. Und ich bin zwar noch nicht so alt, aber ich staune immer wieder, wie einfach die einfach das Zeugs zusammenklicken. Ich brauche Zeiterfassung, Klick habe ich. Buchhaltung, zack. Genau. Also die betreiben nichts mehr selber. Ja. Ja, und das hat ja auch viele Vorteile, aber da kommen wir eben noch auch ein paar Nachteile. Darüber möchten wir aber tatsächlich in der nächsten Folge mit euch darüber sprechen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben eine Private Cloud darüber gesprochen, der Unterschied zur Public Cloud. Wir haben so die eher etwas spezielleren Modelle Hybrid Cloud und Community Cloud erwähnt. Dann bei den Service-Modellen sind wir auf Infrastructure, Plattform und Software as a Service eingegangen. Ja, sind jetzt diese Unterscheidungen überhaupt wichtig? Ja, auf der einen Seite denke ich schon, weil es sind komplett unterschiedliche Ansätze und es hilft schon, wenn ich zumindest das verstanden habe. Aber wie Andreas gesagt hat, nachfragen. Unbedingt. Gerade was die Verantwortlichkeiten anbetrifft, nicht, dass Missverständnisse entstehen. Ah, ich hätte Backup selber machen müssen. Ja, das tut dann weh. Hey, wir freuen uns auf die nächste Folge. Da werden wir dann direkt darauf eingehen, was sind jetzt die genauen Risiken. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity. Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.